So, the last Fel Dragon shard is here, in Gradlon Temple? Yes. What's wrong, Vale? You don't look well. Did you need more time to rest? No, it's not that. But I have a request. Please let me go in alone. I'll destroy the shard and come right back. What? I can't let you do that. It's too dangerous. Trust me. You won't want to face what's ahead. It's best that you and our friends stay here. Brother, let me spare you from this. From what? I don't understand. Is that you? It is you, isn't it? Mother? Oh, my dear child. How I've longed to see you again. When I sensed you, I flew here as fast as my wings would carry me. It can't be. How? I've missed you so much. Don't come any closer, Divine Dragon. Or rather, corrupted Lumera. Just when I finally had a moment with my child. I didn't expect this. I thought she would stay inside with the shard. Vale, did you do this? No, it was Papa. The rings gave him the power to create more elaborate corrupted. He took her body from Lethos as one last line of defense for the shards. You knew, didn't you? You knew this had happened to Mother. I did. I also knew that we couldn't help her. The emblems have used their miracle. They could revive one person and they chose you. There's no other way to save someone who has been corrupted. You're saying that there's no choice. We have to face her. You don't have to do anything, brother. Leave this to me. But... it's chilly out here. Why not come inside? You want to break the shard, don't you? Oh, don't worry. I won't bite. I just want to have a nice, long chat. Mother... I can scarcely believe it. Queen Lumera, in the flesh. What should we do? We have to defeat her. There's no other way. But... I don't know how I'll summon the strength. I feel conflicted myself. She was my deity. Now I have to fight her? Yeah. Solm's people aren't super religious, but we loved Queen Lumera too. We can't falter. If we do, that's it. The world is doomed. Let's go. The door. It won't open. Let me take a look. A spell has been cast on it from inside. Curious. She invited us in. Wait. Where is Lady Vale? She didn't go inside, did she? What? No! She can't go in there all alone! Vale! Open the door! Forgive me for this. Goodness. Did you come to see me all by your lonesome? Your own child shouldn't have to strike you down. How heroic of you. I'm glad we have this chance to talk, Vale. From what I've heard, you are the little sister of my dear child. If that is the case, I am practically your mother as well. You are welcome to call me your mother, should it please you. Thank you for the kind offer. But I don't need a second mother in my life. I had one. Oh, departed, is she? Tell me, what was she like? She was kind and affectionate. And there was so much love within her. But she died before I could truly appreciate what I had. She always did the best she could to keep me safe. And she told me that if Papa ever broke free... if he did, and if he started doing terrible things... as his family, I had to find a way to stop him. I suppose that means you intend to murder me yet again. Yes. How I tremble at the memory of that fatal blow, the pain! Even worse than the pain, though, how you left my heart shattered.
I was torn from the side of my beloved child. Can you imagine the depths of my agony? And had it not been for you, my dearest and I would have been together for all time. I know it's my fault. The fact that you died. All of this. Even though I was a puppet, I killed you. I stole the rings. My actions led to this. You can hate me all you want. But either way, it ends here! Oh, Vale. Was that meant to hurt? As I'm sure you have noticed, thanks to Lord Sombron's largesse, I am far more powerful now than I was before. It's a shame, really. I honestly hoped that you and I could get along. But anyone standing between me and my child cannot be suffered to live. It's ludicrous to think you might murder me for a second time. How are you so blind? I still owe you a death for the first one. Die, you little defect! Vale! Brother! Thank goodness you're all right. The door should have been blocked. How? Well, we broke through. Oh, my child. Did you miss your mother so badly? I did. Not a day has passed that I didn't think of you. That's why I'm angry to see you like this. Hasn't Sombron ruined enough? Why do you speak ill of Lord Sombron? It was he who brought us together again. Lord Sombron? You are lost, aren't you? Oh, I was. During the war 1,000 years ago, I was desolate, lonely. I had no one. My mother, father, friends, killed. Yet I had to fight on, alone. If I, the Divine Dragon, gave up or ran away, the world would be lost. In the midst of all that hurt, I found you, innocent and pure, no evil intentions of your own, and never treated with love. Though you were my enemy, I couldn't bring myself to kill you. Instead, I bonded with you the day we first met. I stopped being alone. Mother. I beg you, don't leave me on my own. Again. Stay here with me. No. I can't do that. The last time we spoke, you told me to fight on with divinity. Told me to bring peace to the world, no matter what memories returned. Don't you remember, Mother? Who cares what I said before? Now I want to be together. As family. I understand now. You don't think like my mother. You don't want what she wanted. You're speaking nonsense. I'm right here. I am your mother. No. My mother? The one I wanted to see again? The one I loved? She's gone. And she would want me to defeat you. She taught me to stand strong against my every opponent. Whoever they might be. How sad your words make me. You're breaking my heart right now. Who poisoned you against me? The emblems? The stewards? That sister of yours? I suppose I have no choice but to kill them all. Prepare for battle. I'm sorry. I meant to fight this battle for you. Thank you, Vale. But this isn't your burden to carry. It's mine. If I don't face this myself, I can't claim to be the Divine Dragon, an emblem, or Mother's child. Let's do this. Together. Then, we can face Sombron at last. Brother, you're crying. Everyone, at the ready. We will free Mother's soul and break the final shard. Treten wir ein. Verzette Lumera besiegen. Das ist korrekt. Und so, wir haben hier dreimal
Here goes. Böse Gegner, ne? Die sind nicht gut panzert oder sonst irgendwas. Das heißt, wir könnten alles einfach so aufstellen. Shall we dance? Ja, interessant. Küsst uns von David, andere auch. Wir aber nicht. Das heißt, das ist ein Langbogen, oder? Ja. Irgendwie habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, was uns da treffen könnte. Wir haben 29 Resistenz. Heißt, wir können eigentlich stehen bleiben. Say the word. So, komm, gehen wir ein bisschen hier unten. Ja gut. Ihr solltet noch nichts machen. Du kannst auch mal hier runter. Heute kannst du sogar bis hier runter. Da könnten wir rein theoretisch. Shall I go? Let's do this. Ah, ist halt einer, ne? Ah, nehmen wir die große. So, wir greifen mal eher als zweites an. Let's go. Genauso bei ihm können wir auch eigentlich das große Schwert beibehalten. Ist ein nettes Gimmick, nur, ne? Da können wir eigentlich mal dancen. Wenn wir ihn hier hinstellen, geht er den Bonus. So. Yes. Was ist das für ein Ausweichschwert? Ganz schlechten Ausweichschwert, ne? Whatever you need. Nicht so ihr Ding. So. For you, anything. Gut, gucken wir mal, wie sich unser Gegner bewegt. Ach, du machst einen Bruch, okay. Naja. Womit hat er denn gerade angegriffen? Easy. Ui. Alles klar. Da kommt einiges auf uns zu, ne? So, was hattest du für eine Waffe? Ach, der Tomahawk hat ihn angegriffen wahrscheinlich, ne? Naja, gut. So, natürlich so ein Kombiger. Oh, der kommt sogar bis hier. Das nervt mich ein bisschen, weil du hast 16, 21 Schaden. Überlebt er rein theoretisch noch, ne? Wir könnten auch. Können wir machen Bündnis. Hier und das Überreiten. Och. Schon mal sehen. Zack. So. Dann können wir hier hin wieder zurückgehen, ne? Angreifen. Den treffe ich auch von hier. Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus? Easy. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, warum es drei Angriffe waren, aber nehme ich. schön. Wenn du nicht getroffen hast. Gut, haben wir aufgeräumt. Mit denen können wir nicht wieder rausgehen. Tell me what to do. Habe ich denn die Möglichkeit? Eher nicht, ne?
Gut. Mach. Ach so, ich hab ihm gar keine Sachen gegeben. Ja, okay. Ja, gut. Ja, aber wir können mit dem angreifen. Ist in Ordnung. Ja, ich könnte natürlich komplett übertreiben. Aber die haben schon eine gute Trefferquote, ne? Die haben echt alle eine sehr gute Trefferquote, ne? So, du schaffst gar nichts. So, hier könnten wir immerhin jetzt hier den Kill holen. Muss leider sagen, braucht kein so gutes Level up. Leider schade. Da kommt noch so ein Bogenschütze dran. Wir hätten noch ein Bogenschütze. Aber eigentlich hat man ja 30 Def, ne? Bin ich ehrlich, ist das nicht relevant, oder? Ich weiß gar nicht, kriege ich hier auch Verteidigung dazu? Ne, nur Ausweichen plus 30. Also nur Ausweichen plus 30. Okay, wir gucken mal. Wir können ihn besiegen. Ihn auch. Mal hier den Zauberer, ne? Das finde ich gut. Also, da wir sowieso alles eher physische Leute haben, ist das immer schön. Er kriegt seinen Geschwindigkeitsboost. So, hier können wir. Aber die Drachen alle auspacken. Ja, du darfst froh sein, dass du dabei bist. Okay. Daneben. Oh, 7 Schaden. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Das ist ein Level up. Ist nett. Ja, aber gut, wir können auch 60 ausweichen. Das Gelände, ne? Okay, nice. Ja, kommt einiges angelaufen. Aber ganz wie hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt warten soll, bis die kommen. Ist an sich eine Option, ne? So, hier ich kann. Mal da drauf gehen, der nicht getroffen. Das ist jetzt nicht gut. Ja, 75, naja, komm. Gehen wir doch hin. Ja, das ist jetzt keine Vertretung, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, komm, hier haben wir easy den Kill, ne? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier noch hin. Er ist eigentlich schlecht. Wir können mit ihr jetzt auch nicht. Eigentlich schon ihn hier besiegen, wenn ich den Platz habe, ne? Ich würde schon gerne nicht. Ich kann eigentlich auch hier die Drachenader machen, ne? Komm, dann gehen wir hier rein. Töten den Zauberer.
Weil er würde ja immer noch den meisten Schaden auf unsere Einheiten machen. So, sind die geschützt? Geschützt, ne? So, er ist doch der am weitesten kommt, oder? Okay, wir hätten hier einen guten Resistenzwert hier, 29, ne? Hier hätten wir 31, ist auch nicht verkehrt. Ja, hier, 37, ne? Zack. Eine leichte Axt brauchen wir nicht. So, du hast einmal hier rüber. Du gibst den Bonus. Du wartest hier. Wieder durch Heilen, du gehst ja immer rum. So, lass mir die Wölfe mal kommen. Aber. Ja, zeig mal her. Was macht ihr denn? Ich verzettel mal, nutzt die Kraft des Dämonen-Drachensiegels, um mächtige Angriffe zu entfesseln. Eine Warnung zeigt die Reichweite des Strahls an, bewegenden Einheiten aus dem Gefahrenbereich und um großen Schaden zu vermeiden. Oh, ist der? Okay, aber wir haben... Ach, das ist gut. Okay, heißt... Ah, ein Auto geklaut, was, ja? Jetzt im Moment schießt sie da durch die Mitte durch, oder? Ja, 1% Wahrscheinlichkeit. Ja, nichts leistet er. Also, recht auf jeden Fall durchgekommen, ne? Jetzt kommt er alle hinterher, ne? Ja, ja. Klassiker, so, und... Ich schieße aber auch jetzt hier so ein bisschen links lang. Da wo die drin stehen. Alles klar. Okay. Das heißt, wir könnten uns eigentlich hier mal hinstellen. Bündnis. Gage. Beide. Ja, komm, easy, beide weg. Zack. Wir lassen es noch ein bisschen brennen. Von hier aus treffen wir auch den kleinen Zauberer. Haben wir das Problem auch nicht mehr. So. Du machst nicht genug Schaden. Geht sowieso auch nicht, ne? Kriegsbogen, mein 2 Treffer, aber reicht halt auch nicht, ne? Sehr, sehr schade. Wie sieht's hier aus mit der Lanze? Ach, der hat auch 2 Entfernung. Nice. Aber reicht auch nicht. Okay, komm, dann machen wir hier den Dance. Und zumindest... Oh. Was ist denn mit dir? Mhm. Gut, jetzt... Ist ja gut, dass wir es dennoch gemacht haben, weil... Müssen sie ja hier rausziehen. Okay, komm, stellen wir uns hier hin. Lassen wir die Gegner kommen. So, hier haben wir nur noch einen Drachen vor uns. Komme ich denn bis dahin dran? Ja. Weil der 2 Lebensballon macht 36 Schaden. Das ist mir zu viel. Du bekommst nicht weit genug Schaden. Was mit dir? Du bist ja da auch nicht weit genug, ne? Gut, finishen wir den mal. Hm.
Okay, noch mehr Geschwindigkeitsboost. So. Positionieren wir uns erstmal einfach hier vorne. An die Grenzen. So, wenn wir hier durch sind, haben wir nämlich mehr Reichweite auch. Leuchten diese Steine. Also der Laser mir keinen Schaden macht, sondern nachher diese Steine oder was? Eine große Säule, ja. Die leuchten auch alle. Oder warnen die mich davor? Ja, bin ich jetzt noch ein bisschen... Ist berauschend. Was haben wir denn für Zauber? Jetzt 239. Der passt doch. So, und wer möchte als nächstes? Ja, guck mal, 0%. Was will er denn? Zack. Easy. So, er kann mal finishen. Mit seiner Feuerlanze. Schönes Ding. Ja, wie wir hier einfach schon jetzt an der Tür sind. Ne? So, okay. Gut. Oh, hier sind wir auch schon nicht schlecht vorangekommen, ja. So, angreifen. Ja. Ja, das ist auch nur der Bruch, der da in unsere Richtung kommt. Also wie hier. Mhm. Ja, hier kannst du mit deinem Bogen drauf schießen. Ist ja nicht verkehrt. So, du dürftest gerne mal dein... Ich habe mir gar nicht in Deutsch gegeben. Ich habe eigentlich schon einen eigenen Deutsch. Ich wollte nicht vergessen. Genauso wie dich. So. Gegnerphase. Daneben. Ich habe gerade überlegt, ich könnte ja auch... Ich jetzt einmal mit Celica da so reinporten, ne? Okay. Wofür, ne? Komm hier. Ich stelle ihn hier hin. Ach, Celica, warum sag ich mal Celica? Ich meine Mikaya, ja. So. Du kannst hier hin. Oh, komm, die anderen können sich da so einordnen. So, du bist ja an sich voll. Komm, wir brechen die Tür auf, oder? Was haben wir denn? Wir haben, ja, hier haben wir die, ist eigentlich gut. Waschen wir mal durch. Dahinter stellen. Was mit dir?
passt eigentlich auch sehr gut. Das Unternehmen. Ja. Warte mal, die Drachen. Oh, da ein bisschen Nebel machen, ne? Hier hoch. Daneben. Oh. War gar kein Bruch. Was hat er denn gemacht? Naja. Level 15, Königsritter. Der hat einfach, der hat so schöne Werte, ne? Es ist einfach alles komplett ausgeglichen. Du könntest dich bewegen. Das hat er gemacht, okay. Das ist frech. Wir laufen alle darüber. Ja. Das war ja klar, dass das passieren muss. Klassiker. So, er kann sich ja nicht bewegen. Der Zauberer nervt mich, ne? Bin ehrlich. Kann ich irgendwas von hier machen? Ich könnte hier nur ein Bündnis machen. Okay, wir blockieren hier den Weg. Also da schon mal safe. Also hier einfach einmal ein Zauber drauf, dann ist der auch weg. Dann stehen wir hier schon mal wieder sicher. So, hier die Gegner ist eigentlich ja kein Problem, ne? Die Frage, gehen wir auf die. Wir gehen auf die X-Lanze. So, was haben wir hier? Der Speer. Silberlanze, ja. Wir könnten eigentlich mit dem großen Klatsch. So, wir machen mich einfach eben. Wie kann mich dieser Zauberer noch treffen? Ja, wir haben 20 Resistenz, ne? Was hat der auf 25 Schaden? Alle noch 30 ist okay. Nicht geil, aber okay. So. Ja, und uns auch noch ein bisschen Schaden raus. Ja, jetzt müssen wir hier mal überlegen, ne? Gut, ihn getroffen. Passt. Ich muss halt an diesen Zauberer rankommen. Es wird wahrscheinlich mit Ivy machbar sein. Der Drache hat auch echt viel Schaden. Nehmen wir uns erstmal hier hin. So, er kommt da nicht heran. Ne? Also kann nur. Ach, da ist jetzt noch so ein Dieb dazugekommen, ne? Ihn hier wegschmettern. Okay. Okay, ich kann ja auch. Kann ich nicht. Das überlebt er einfach. Okay. Was für Power hast du? 43. Wir haben immerhin 24, okay. Dann sehen wir erstmal den Zauberer. Wenn ich das da drauf mache, bringt mir gar nichts, ne? Ich kann rein theoretisch hier den Dance drauf machen, aber hier haben wir auch sehr schlechte Verteidigung. Ne? Aber mit dem Speer hat er immer noch ein Leben. Das ist immer noch zu viel. Okay.
Gut, stellen wir uns hier hin. Du bist immer noch froh, dass du dabei sein darfst. Das ist auch sehr schön. So, die haben alle noch genug Leben. Wir können halt eigentlich einmal so ein... okay. Nix da. Kein Vorbeikommen. Zack, zack. Tja. Ausweichen, mein Freund. Ausweichen. Boah, lucky. Bei 63. Das ist nicht so wie bei ihr mit 100. So, dann müssen wir gleich mal... Ah, okay. Geht noch von hinten. Ja gut. Das war ja eigentlich auch schon... Ne? Gedacht, dass das wirklich passiert. So, wir müssen dich besiegen können. Hier drin stehen bleiben, ne? So, ihr müsst halt alle weg. Ah, okay. Wir kommen mal hin bis hier. Bündnis. Hier war schon mit dem Bogen dran. Perfekt. So. Machen das wenig Schaden, ne? Ah, komm, wir können es mit ihnen hier hinstellen. Und wir haben hier die Feuerlanze. Die ist nämlich super dagegen. Ah, doch, finde ich ihn so cool. Feuerlanze, schöner magischer Schaden. So. Zack. Ja, jetzt müssen wir uns hier hinstellen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier haben wir jetzt noch die Qual der Wahl. Engage. Angreifen. Also sie hat aber gar keinen. Ein Leben. Ja, die ist schon riskant, ne? Wir sitzen hier aus zweimal. Bin ich hier. Naja, gut, fast, ne? Er hat ja noch einen Lebensbalken. Okay, so. Wir können hier einmal zaubern. Ivy ist einfach ganz, ganz toll. Zack, so. Dann können wir eigentlich erstmal noch den Dieb killen, ne? So, Diamant, wie sieht's aus? Wirst du den Drachen mal eben besiegen? Sieht schlecht aus, ne? 26 reicht halt nicht. Aber der zweite Treffer, dann ist er immerhin besiegt. Komm. Und wir sind ja immerhin stark genug dafür, ne? Du triffst mich dann also. Und ich treffe... Weil ich ihm einfach keinen langen Bogen gegeben habe, ne? So. Warum haben die denn alle... 2, 3, 4, die haben einfach alle eine schlechte Bewegung, ne? Okay, er kommt eh jetzt noch nicht bis dahin, aber... Gut. Hoffen wir, dass da jetzt nicht direkt wieder Gegner kommen. Ah, da kommen einfach zwei neue Gegner. Alles klar.
Ich habe Ike hier. Ja, doch. War doch direkt mit zerstören, ne? Okay. Ja, das Bündnis bringt uns jetzt recht wenig bis dato. Ich glaube, hier sein Zwillingsschlag. Ja, gut, der zweite, der macht halt wirklich ordentlich Damage und hier kann man es schön heilen. Starkes Band. Okay. Ja, auf das normale Schwert gehen. 2x31, zack, zack. Wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, wir könnten auf die Gegner warten, die da kommen, die voll besiegen. Was habe ich denn für Waffen? Ich könnte ihnen das Silberschwert geben, ne? Dann warten wir mal eben. Einen schönen Boost. Nochmal dancen. Okay, ein bisschen Leben zurück. Mit ihm kann man noch vorangehen. Okay. Ja, bis er diese drei Einheiten, die da hinter uns sind. Achso, er bleibt stehen. Er kommt ganz schnell. Schade, schade, schade. So. So, hier treffe ich. Alle drei, einmal Drachenader, passt. Okay, ich komme jetzt hier nochmal zurück. Und überlege gerade. Du kannst in die Richtung gehen. So. Hier Item, wir haben unsere Waffen drin. Sollte eigentlich auch reichen. Jo. Dann. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wen schicken wir denn da hin? So, Bayonet habe ich ja gerade nicht in der Nähe stehen, ne? Ja, aber komm hier. Ist doch schön, wenn der Gegner nicht drankommt, oder? Ist natürlich jetzt mega blöd, wenn die jetzt wieder diesen Strahl in die Mitte machen. Wir hatten den ja gerade erst abbekommen. Das heißt, eigentlich sollte da jetzt gerade nichts passieren. So, das muss ich einfach wieder hinstellen. Ist ja eh aktuell. So. Gut. Ach, du hast einen Wurfball, denn ernst? Na, du kommst immerhin ran. Oder? Die halten aber gut was aus. Na gut, gepanzerte Einheiten. Ne? Ist jetzt so stark, diese Kombo von ihr. Okay, so, wie sieht denn hier aus? Angreifen. Warte, ich will aber dann eigentlich am hier rumgehen. Angreifen, Panzerbrecher, weg mit dir. Okay, du darfst dann auch noch einmal dein Dolch auspacken. Schön. Und hier, ja, wir haben hier ein bisschen Einheiten stehen. Oh, Doppelschlag, nett. Ist auch eigentlich ein sehr cooler Skill, ne, den man gut verteilen könnte.
Also wie sieht es jetzt hier aus? Wir könnten... hier noch Schaden machen. Und den kommt da keiner ran, ne? Also ich kann... einfach mit ihm Ohr brechen. Also der Rest, der kann eigentlich dann noch hier so stehen bleiben, ne? Wir könnten hier noch ein Feld vorgehen. Hier können wir ein Feld vorgehen. Der könnte eigentlich auch mal noch hier in die Richtung. Genauso wie du. Der Rest steht ja eigentlich gut. So, wir haben da jetzt 5 Gegner. Wir haben genug Einheiten eigentlich da rundherum verteilt, ne? So, jetzt kommt der Strahl und der geht durch die Mitte wieder, ne? Das ist natürlich jetzt... so, wollte ich gar nicht. Nicht gut. Ich glaube, der hat den hier unten, ja. Ne? So, weil wir genau hier stehen. Das wird natürlich... nicht optimal. Guck mal, wie weit der auch geht, ne? Ich müsste ja eigentlich auch... ich kann... mich mit ihm hier... da einstellen, den Teleporter machen und dann angreifen, ne? Weg komme ich mit ihnen. Ich will auch da reinkommen, ne? Ich die drei nehmen, okay. Ich muss mit ihnen erstmal woanders aber hin. Schön. Haben wir den besiegt. Level up. So. Dann Bündnis mit Mikaya. Stab. Fortschritt. So. So. Wir wollen hier hin, ja. Sehr, sehr schön. So, wir könnten natürlich ihn jetzt einfach besiegen. So, da werden wir nicht getroffen von, ne? Heißt... okay, aber der trifft uns, ne? Okay, wir könnten... aber immerhin hier einfach mit dem Zauber angreifen. So, da haben wir nur den Drachen vor uns und er hat überlebt. Natürlich hat er überlebt. Vielleicht immer die Batterie lässt nach. Hab ich denn die Kabel angesteckt? Nein. Ja, gut. Jetzt wechsle ich nachher den Controller einfach. Das ist ja auch machbar. Okay, den haben wir auch. Wir sind noch nicht mehr im Strahl drin. So. Frage ist mit, wenn wir hier stehen, kann ich mit ihr bis hier hingehen? Ja, aber dann habe ich keinen Zauber, der stark genug ist. I won't lose. Kann, glaube ich, auch, so wie auf der anderen Seite, auch mich ein Feld davor bewegen, ne? Das ist richtig sehr, ja. Sehr gut, okay. Das ist so, jetzt müssen wir uns nur noch aus diesem Schussbereich bewegen. Gehen wir halt auch noch hin. Was haben wir denn da jetzt vor uns? Ach, yeah.
Ganz viele Protektoren. So, was kann sie denn so eigentlich alles? Mächtige Klinge, die nur von Würmgott genutzt werden kann, ermöglicht Nah- und Fernangriffe. Ja, das ist so eine Waffe, die wir tragen können, oder? Hier wahrscheinlich auch. Anfällig für Waffen, die effektiv gegen Drachen sind. Anfällig für Waffen, die effektiv gegen Verzerrte sind. Okay. Was ist das da? Was hat sie hier? Erinnert kann durch Fähigkeiten Schmetterwaffen und so weiter nicht bewegt werden. 25, 25, ja, das, der Damage ist halt, der Damage ist halt nicht schlecht, ne? So, ich kann dann auch hier reinstellen, ja, du musst halt hier hin. Du darfst gerne auch mal so dann in die Richtung kommen. Du musst dich auch hier so, ah, du stehst ja gut. Das ist auch schön. Also. Mhm. Ja gut, wir kriegen glaube ich auch plus 30 da, ne? Was geht mit denen ab? Was haben die für eine Reichweite? Alles klar. Okay. Ja. So. Mit Meteor. 3 bis 7. Jo Mann, Alter, gib mir diesen Zauberbuch. So, du hast keine krasse Reichweite, ne? Das sind nur die anderen, Alter. Okay. Und 44. Warum ist der denn angeblich besiegt? Was ist eine Erklärung? Hat doch nur 44 Schaden. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. So, okay. Den kriegen wir leider nicht besiegt, aber hier immerhin so einen Heiler, ne? Lebt um 1. Gut. Wollen wir weitermachen? Wir stellen uns hier jetzt rein. Und sich bei den Zauberer. Mit 11 Damage nur. Damit kann ich eigentlich leben. Er trifft halt leider nicht, ne? Wobei, wenn ich hier angreife, ich den Drachen besiegt, ne? Über ordentlich Damage. Ich krieg nicht über ordentlich Damage, ne? Ja, okay, komm. Was trifft er nicht? Natürlich trifft er. Ja. Wir können wahrscheinlich auch einmal irgendwie heilen, oder? Ja, was? Eine Runde dann sich zu bewegen. Ja. Hier. Können wir einmal heilen. So, dann. Wir können hier natürlich auch den ordentlichen Zauber auf. 2x 40, das sind 80 Schaden. Ich muss überlegen, das sind einfach 160 Damage. So, hier könnten wir nur mit der Feuerlanze, aber das ist nicht genug Schaden. Das ist nicht gut. So, er wird geschützt. Da kommen wir nicht dran. Er mit seinen 16 ist eigentlich nicht so optimal, ne? Aber mit der Kriegslanze wir haben 100. Ja,
können wir ihn auch besiegen. Zack, zack. Also jetzt müssen wir uns nur Sorgen machen um die beiden Zauberer. Aber... ja... Schlimm ist eher, dass da Treppen sind. Das heißt, da könnten nachher Gegner kommen, ne? Das könnte sehr ärgerlich werden. So, was mit dir eigentlich? Ja, du stehst hier so rum. Ist auch nichts geleistet, mein Freund. Also, du hast eh keine wirkliche Reichweite gerade, ne? Oh! Ein legendäres Wurfmesser, das getroffene Gegner vergiftet. Das sieht nett aus, ne? Muss ich mal gucken, ob es besser ist als mein Silberdolch. Jetzt sind wir eher schon im Standpunkt, was fast egal ist, ne? Krieg ich ihn besiegt? Leider nicht, okay. Na, dann nehmen wir uns den hier halt raus. Und Stabnutzer ist auch in Ordnung. Ach, ihr könnt euch da heilen, ne? Ja, war ja klar, dass sie ihn angreifen. Ja, was wollt ihr denn jetzt von da... Was ist los mit euch? So. Geh jetzt in dich mal zurück. Hm. Ja, mal eben die Drachenader. Du kannst auch noch nicht wirklich was leisten von da. Auch eher weniger, ne? Ich könnte hier. Wobei, da machen wir gleich das große Opfern. Das ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Ja, komm, damit. Tun wir beide. Und es brennt. Das ist wichtig. So, sehr schön. Dann... ich glaube, mit ihr kann ich mich eigentlich auch hier hinstellen. Nein, ich werde es aufhalten. So, und hier nehmen wir den letzten Zauber raus. Ich weiß jetzt nicht, wie nah Anna ist, aber Anna... ja, Anna ist auch da. Okay. Erster Lebensbalken. Erster Lebensbalken. Hinüber! Das ist einfach zu gut. Das lohnt sich eigentlich... große Opfern jetzt. Wirklich einfach noch ein großes Opfern. So. Ja, sollen wir zurückgehen eigentlich auch? Und vielleicht die Truhe holen. Was hältst du davon? Ach, musst du gar nicht. Guck mal hier, sie kommt einfach dran. Oh, Draco-Schild. Nice. Er hat leider nicht die Reichweite dafür, ne? Ansonsten wäre natürlich nett gewesen. Achso, ja, der Zauberer, ne? Der Reichweite des Todes hat, ey. Aber das ist so ein... die beiden, die kannst du einfach irgendwo mal hinschicken. Die lernen alleine. Gar kein Problem. Mehr, ne? Was ist denn los mit euch? Gut, hier, zack. Kein Problem. Ja, noch eine Drachenader. Ja, so, hier ist jetzt die Frage, wir könnten mit ihr wahrscheinlich noch nicht genug Schaden machen, ne? Aber wir müssen uns ja gar keinen Stress machen, einfach weil wir die Reichweite haben. Oh, sie überlebt das. Aber ist dennoch die Frage... okay, wir können jetzt hier einmal tanzen.
Bekomme ich nicht jetzt sogar einfach schon eh alle Balken runter? Wir haben keine gute Trefferquote, ne? Aber guck mal, was da drumherum steht. Die sollten ja wohl locker jetzt 64 Schaden zusammenkriegen, oder? Wie sieht's aus? 100%, 40 Schaden. Gib ihn! Zack, zack. Also, Judith trifft eh nicht. Diamant! Beende es! Ja, ich weiß, die Übertragung lässt nach. Wo würde ich. Ich wechsle gleich. It's moving too fast. I can't seem to keep up. I'm so sorry, Mother. That voice. Is it you, my child? It would seem that you've received my ring at last. Mother! You're yourself again! You remembered the promise that I made to you? Yes. Every word you said to me. Before I fell asleep. You see this? I'm one of the emblems now. My child, an emblem. I can hardly believe my own eyes. Oh, how hard you must have worked to achieve such a thing. It was tough, but I'm glad I can show you what I've become. I just wanted to make you proud. Oh, it looks like Queen Lumera is... disappearing. The corruption is leaving her body, so now she has to go. Nothing can be done to stop it. I'm so sorry, Mother. It seems we have to part yet again. You're wrong. From the first moment that we connected, I have always been at your side. The years after I lost my family were a dark time. The pain of what had been taken was unbearable. But then I met you. And even though I missed you during your long slumber, I knew that you would wake up someday. We'd be together again. Knowing that, how could I ever feel lonely? You and I will never be apart again. I feel the same ever since we met. I've never felt truly alone, not really. You showed me the warmth of a real connection, and that is stronger than death. You have always been my bright, shining light. I can never thank you enough for being my child. Thank you, Mother. Getting to be your child is my greatest happiness. If we should meet again, I want to spend more time with you. Pinky. Promise me. We will, child. I'll remember this promise we have made. And I'll remember you. The sky is so beautiful above me. Just like the one I saw the day you opened your eyes again. From now on, you must protect it all. Everything under this beautiful sky. I promise. Brother, I'm all right. Please, don't be sad for me. Mother is where she belongs now. I know we'll meet again. It's time to go. We have to check the barrier. The barrier is vanishing. We destroyed it at last. But look what's happened to the sky. Sombron opened the portal. Papa, he's there. If this goes on,
The power of other worlds will pour through, and this one will be destroyed. Elios will meet its end. No, I won't let that happen. My mother entrusted this world to me. I will protect everyone. Everyone who lives beneath this sky. I have no doubt that a world ruled by you would be a beautiful place. What brought that on? It needed saying. I'll need you to help build that world, Marth. Help me protect it. Forever. Forever. It's a promise, then. A world ruled by the Divine Dragon. Now that's an inspiring thought. Everyone, how did our forces fare? We are treating our wounded and should be able to leave soon. You stand before the final battle, undaunted, full of hope. I've much to learn from you. When this war's over and we've had time to rebuild, I'm gonna visit all your countries. Bring the emblems along. After so much time confined to the rings, I'm sure they'd like to see the world. Right. Now that the 12 rings' power has been used, people won't try to steal them. The emblems will be safe. They can stay summoned and go wherever they want. We'll show them our countries. Introduce them to our citizens. They'll be seen as war heroes. I won't say no to a new camping buddy. Oh, make that too. Hope they like to sing. I imagine their experience will make them good advisors for restoring Alucia. It's nice, isn't it? Having something to look forward to? Something to fight for the first time in my life? I'm excited for the future. Before we reach that future, we'll have to face Sombron. Are you ready for that, Vale? I am. I'm not afraid to stand up to him. I was so lonely. I couldn't admit it, but he stopped being my father long ago. There's no bond left to break. Vale. Divine One, our wounded soldiers have been treated, one and all. Thank you, Vander. Let's depart, everyone. The final battle is upon us at last. This journey has made you and your allies so much stronger. I wish I could stay here and help you all build a peaceful world. But we may soon have to part ways.